Russland Investments, ADRs, Fonds, Einzelaktien. Es gibt immer wieder Zuschauer, die nachfragen, gibt's irgendwas Neues? Kann man irgendwas machen im Moment? Muss man irgendwas machen? Darum heute das Video und auch mal ein Fazit dazu, wie sich in der Lage auch unsere Institutionen verhalten haben und wie sich die Dienstleister verhalten haben. Denen waren nämlich die Anleger in den allermeisten Fällen komplett egal. Willkommen bei Zukunftsmärkten. Wie steht's eigentlich um Wladimir Putin? Zerfällt seine Macht, wie man immer wieder hört, dass er also im Kreml intern unter Druck steht? Oder ist er krank? Wird er nur noch von westlichen Drogen am Leben gehalten? Oder ist er am Ende schon tot? Auch das geht immer wieder rum und dass Russland inzwischen von einem seiner Doppelgänger regiert werden würde. Spekulationen über Spekulationen, die da auf uns runterprasseln jeden Tag seit Monaten. Wirklich wissen tun wir so gut wie gar nichts. Und was da auch immer richtig oder halbrichtig oder falsch ist, es hat sich dadurch nicht das Geringste geändert. Nicht am Krieg, nicht an der Tatsache, dass das Verhältnis mit Russland natürlich völlig zerstört ist und auch nicht daran, dass man als Anleger mit seinen Russland-Investments auch immer noch feststeckt, dass da alles gesperrt ist und unverkäuflich. Und das ist ja für die Anleger umso bitterer, weil sie ja sehen können jeden Tag, dass das, was sie haben, immer noch werthaltig wäre. Der Handel in Moskau, der geht weiter. Hier haben wir den RTS-Index, die letzten 2 Jahre. Der Chart ist von TradingView. Er ist natürlich bei Kriegsbeginn stark eingebrochen. Gleich danach ist es dann aber sogar wieder ziemlich stark hochgegangen. Und dann ab Sommer letztes Jahr, da gab es dann auch bei den russischen Anlegern wieder eine Ernüchterung. Er ist erodiert dann wieder. Und seit Februar jetzt haben wir wieder eine gewisse Erholung von einem niedrigen Niveau aus. Das ist natürlich keine gute Kursentwicklung, aber es könnte schlimmer sein. Hilft uns aber nichts, weil schon am 1. März letztes Jahr, da hat ja die deutsche Börse den Handel mit russischen Aktien ausgesetzt. Hier ist nochmal die berühmt-berüchtigte Mitteilung, ausgesetzt zum Schutz des Publikums. Und dann sind Sanktionen gekommen und Gegensanktionen gekommen und dann die Ankündigung von Russland, dass die ADRs abgeschafft werden und dass die in russische Originalaktien getauscht werden müssen, was die meisten dann aber nicht machen konnten, weil sie natürlich kein Depot mit russischer Verwahrstelle gehabt haben. Und die, die sich dann doch sowas beschaffen konnten, die haben dann aber gemerkt, dass Clearstream die ADRs gesperrt hat, weil es ja bei einer Bewegung von denen ein paar Cent Gebühren gegeben hätte, die vielleicht an die NSD geflossen wären. Und als die dann gesagt hat, wir erheben vorübergehend keine Gebühren, damit die Leute die tauschen können, da haben sich dann aber zum Teil die Broker und die Depotbanken und Direktbanken trotzdem geweigert, irgendwas zu machen. Und was haben wir nicht alles veranstaltet letztes Jahr und haben da nach irgendwelchen Lösungen gesucht, auch hier auf dem Kanal natürlich, dass man die ADRs wenigstens getauscht bekommt. Aber die Fristen waren fast immer kurz, die Abwicklung war sehr zäh, viele Broker haben sich eben, wie gesagt, schlicht geweigert auch, dass sie da tätig werden. Zum Teil auch gerade die, die vorher den Handel direkt in Moskau ja noch angeboten haben. Es hat aber auch rühmliche Ausnahmen gegeben, so wie MaxBlue oder so wie Trade Republic. Die haben Sammelkonten angeboten für diese Originalaktien oder auch Anbieter wie Freedom Finance, die auch entgegengenommen haben. Das hat in vielen Fällen funktioniert. Und auch da haben wir aber natürlich trotzdem nach wie vor die Situation, dass man nichts verkaufen kann, weil Russland das den Anlegern aus unfreundlichen Staaten nicht erlaubt.
So dass wir uns heute schon fragen müssen, haben der ganze Aufwand und haben die ganzen Mühen da damals irgendwas gebracht letztes Jahr? Wahrscheinlich eher nicht, das muss man sich eingestehen. Der ADR-Anbieter, der kann Ihre Aktien nicht verkaufen, damit kann er sie auch nicht ausbezahlen, aber Sie können Ihre getauschten Originalaktien eben auch nicht verkaufen. Der Vorteil, den Sie von einem Tausch haben, ist vielleicht, dass irgendwann mal der Tag kommen wird, wo Sie vielleicht wieder verkauft werden können, und der ADR-Anbieter, der wird die dann natürlich zu jedem Preis verwerten. Aber wenn Sie die Originalaktien haben, dann müssen Sie das nicht unbedingt machen, falls das für den einen oder anderen Trost ist. Es ist alles furchtbar kompliziert natürlich. Die meisten Anleger fragen sich auch, muss ich meine ADRs, die ich habe, jetzt komplett abschreiben? Die Antwort ist jein. Die Anrechte, die sie haben, die verfallen ja nicht, aber bis das irgendwann mal verwertet werden kann und zu welchen Kursen dann auch, das ist natürlich, steht völlig in den Sternen. Und das Gleiche haben wir auch bei den Fonds und bei den ETFs. Die reinen Russland-ETFs, die sind ja jetzt sowieso alle geschlossen mittlerweile, ausgesetzt waren sie schon vorher. Und wer da Anteile gehabt hat, der kriegt eben vielleicht auch irgendwann mal eine Auszahlung, aber auch erst dann, wenn diese Positionen wieder verkauft werden können. Und es gibt aber leider einen Sonderfall, und zwar, wenn der ETF nicht wirklich physisch in die Aktien investiert hat, sondern wenn er nur einen Index synthetisch abgebildet hat. Und das kann dann wirklich fatal sein, weil dann nämlich unter Umständen überhaupt kein Gegenwert mehr da ist und kein Anspruch mehr da ist. So viel auch nur mal zu der großen, großen Vorteilhaftigkeit von ETFs, entspannt in die Rente mit passiven Investments, wenn man das Kleingedruckte gelesen hat. Und es gibt dazu auch jetzt eine Stellungnahme von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, die empfiehlt in dem Fall, dass man zumindest prüft, wenn man betroffen ist, dass ob man jetzt auf dieses spezielle Risiko auch hingewiesen worden ist als Anleger. Ich habe Ihnen den Link auf die Newsletter-Reihe von der SDK zu diesen Russland-Investments, da haben die so eine Newsletter-Reihe, habe ich Ihnen hier auch noch mal reingestellt unter dem Beitrag. Und damit sind wir auch schon bei den Aktien, die nicht vom Handel ausgesetzt worden sind. Aus unerfindlichen Gründen. Vielleicht ja, weil man die vergessen hat oder warum auch immer. Es ist nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Nehmen wir zum Beispiel Yandex, der russische Internetkonzern. Das waren keine ADRs, wohlgemerkt. Das waren ganz normale Aktien. Der Geschäftssitz von denen ist in Amsterdam. Die sind sofort vom Handel ausgesetzt worden. Aber Petropavlovsk zum Beispiel, ein Goldproduzent, der ausschließlich in Russland tätig ist, aber mit Sitz in London, die sind nicht ausgesetzt worden. Die waren die ganze Zeit handelbar, sogar in Frankfurt. Aber das Unternehmen hat trotzdem leider das Ganze nicht überlebt, trotz guter, interessanter Minen in Russland. Aber das Ganze war schon vor der Krise finanziell angespannt, und durch die ganzen Sanktionen da haben die es dann eben nicht mehr geschafft, dass sie sich refinanzieren. Es ist eine Aktie, vor der ich definitiv gewarnt habe, sowohl im Zukunftsmärkte Report als auch hier auf dem Kanal. Ein Kanal, den man nebenbei gesagt natürlich auch abonnieren kann und auch abonnieren sollte, selbstverständlich. Dabei auch auf die Glocke gehen, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind und was für Videos das auch sind. Und das ist natürlich auch für mich eine große Unterstützung, ein Kanalabo. Aber was Petropavlovsk betrifft, wie gesagt, in dem Umfeld, da war da eigentlich nichts mehr zu machen, und die Aktie gibt es leider auch nicht mehr. Wer es anders gemacht hat, das war der Telekom-Konzern Vion, früher Wimpelcom. Da war es wirklich haarscharf, würde ich sagen. Vion wird ja von einem russischen Oligarchen kontrolliert. Der Sitz ist auch in Amsterdam. Bei uns sind sie ausgesetzt gewesen, aber an der Euronext in Amsterdam, da waren sie noch ganz normal handelbar. Und die ADRs von Vion, die sind an der Nasdaq handelbar. Warum das wieder so ist, das kann einem auch kein Mensch sagen. Jedenfalls, die haben eben beschlossen, dass sie aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen wollen, indem sie sich von ihrem Russland-Geschäft wirklich trennen. Und sie haben es verkauft für 2,2 Milliarden Dollar.
Das war sehr wahrscheinlich keine einfache Entscheidung, weil sie verlieren damit mehr als die Hälfte von ihrem Umsatz. Und das Ganze bleibt auch eine heiße Kiste, aber zumindest für die, die die Aktie nach dem Ausbruch vom Ukraine gekauft haben, für die hat sich das Ganze erstmal gelohnt. Das sieht man hier auch am Einjahreschart. Die ADRs, die sind auf Sicht von einem Jahr jetzt 52% im Plus. Ist aber eine Aktie, die wahrscheinlich die wenigsten haben. Es gibt eine Aktie, die viele haben und nach der auch immer wieder viel gefragt wird. Das ist Polymetal. Ist einer der Top 10 Goldproduzenten der Welt und hier haben wir die Aktie in London. Sie ist am Anfang vom Ukraine-Krieg um mehr als 90% eingebrochen, hat sich zwischenzeitlich wieder ganz gut erholt und hier nochmal die letzten 6 Monate. Die Erholung war aber leider auch nicht von Dauer. Sie sind jetzt zwar zum Tief vom letzten Jahr immer noch mehr als 100% im Plus, aber es ging jetzt wieder stark runter. Polymetal betreibt Minen in Russland und in Kasachstan. Und ich habe hier ja früher schon mal gesagt oder die These in den Raum geworfen, wenn die Aktie handelbar bleibt, dann ist sie ziemlich unterbewertet und die Argumentation war natürlich die Bewertung. Und das ist auch immer noch so. Der Gewinn letztes Jahr waren 93 US-Cent je Aktie. Das heißt, das KGV ist ungefähr bei 3 und gleichzeitig sind ja 47% vom operativen Gewinn von den Minen in Kasachstan erwirtschaftet worden. Das heißt, auch wenn die russischen Minen komplett wegfallen würden, dann wäre immer noch einiges da. Nur leider, Polymetal hat jetzt erklärt, dass diese ganzen Sanktionen und Gegensanktionen, dass das eben auf Dauer so jetzt auch nicht mehr geht. Das gefährdet das Geschäft und man kann außerdem im Moment auch an die russischen Aktionäre keine Dividenden mehr ausschütten. Und darum wird der Hauptsitz von Jersey jetzt in ein neutrales Land verlegt, nämlich nach Kasachstan. Und die Aktie kommt auch weg von der Börse London an die Börse nach Astana. In Kasachstan. Ist unternehmerisch sinnvoll wahrscheinlich, aber für die Anleger ist es übel, weil in Kasachstan kann sie dann ja auch wieder keiner handeln. Und Polymetal hat es anscheinend auch nicht geschafft, dass sie dann in London eine Zweitnotierung behalten können oder sie haben auch niemanden gefunden, der da ein ADR-Programm aufmachen würde. Originalaktie ja, immer gern, aber ADR nein. Warum auch immer. Und ich bin aber von Zuschauern darauf hingewiesen worden, dass die ihre Aktie über ihre Broker auch an der Börse London die ganze Zeit nicht mehr handeln konnten, obwohl sie da ja regulär handelbar war die ganze Zeit. Allein das ist schon absurd. Vielleicht war es ja in vielen Fällen auch besser so. Dafür gibt es aber in Frankfurt hier ADRs auf die Aktie und die sind meines Wissens noch nicht mal vom Polymetal selber beauftragt worden und die kann man aber handeln. Auch hier wieder kein Mensch weiß warum. Und wenn Sie jetzt aber von früher noch die Originalaktie haben sollten, dann kommt es darauf an, wo Sie die gekauft haben. Haben Sie die hier gekauft, an der deutschen Börse, dann liegt sie bei Clearstream und sie wird wieder mal blockiert, leider. Da kann man dann auch gar nichts machen. Wenn Sie sie in London gekauft haben, dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass Sie die jetzt übertragen an einen Broker, mit dem Sie die eben auch in Kasachstan handeln können. Da wären wir wieder mal bei Freedom Finance und ich sage noch dazu, anders als viele andere YouTuber hier habe ich mit Freedom Finance keine Vertriebsvereinbarung. Ich mache auch noch mal darauf aufmerksam, dass die ihren Sitz in Zypern haben. Die werden also jetzt nicht von hier aus reguliert. Aber schon beim Umtausch von den russischen ADRs, da war Freedom Finance wohl schon für viele Anleger die Lösung. Und jetzt auch wieder bei Polymetal eben, sofern man sie in London gekauft hatte. Und sie werden auch von Polymetal selbst auch als Option jetzt für Anleger vorgeschlagen, zusammen mit der Halyk Bank und das ist die größte Bank in Kasachstan, oder mit Wood & Company. Und die Verlegung, die muss jetzt aber von der Hauptversammlung auch noch genehmigt werden. Die ist am 30. Mai und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch scheitert, weil ja 72% von den Aktien im Streubesitz sind. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen als Anleger. Und wenn der Sitz dann in Kasachstan ist, wie geplant, dann soll das Unternehmen geteilt werden in russische Aktivitäten und in kasachische Aktivitäten. Die kommen dann vielleicht, also letztere, die kommen dann vielleicht nach London zurück.
zurück, aber das muss man sehen. Ich kann also wirklich jedem, der betroffen ist, dann nur empfehlen, dass er das jetzt die nächsten Tage aufmerksam verfolgt, was da weiter passiert. Und grundsätzlich ist das alles für Anleger natürlich eine sehr, sehr bittere Erfahrung gewesen. Und natürlich, es ist völlig klar, in so einer Situation, wo man ja mit Russland mindestens schon mal in einem Wirtschaftskrieg ist, der Westen, da kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man als Anleger jetzt komplett ungeschoren davonkommt. Und ein Teil von dem Schaden ist ja auch von der russischen Seite gekommen, völlig klar. Es ist ADR-Verbot zum Beispiel oder eben auch das Aktienverkaufsverbot jetzt. Trotzdem, wir haben eben auch ein massives Versagen und eine massive Gleichgültigkeit erlebt von unseren Institutionen und von unseren Dienstleistern. Angefangen mit der Handelsaussetzung bei der deutschen Börse, ohne Not und auch ohne gesetzliche Notwendigkeit in den meisten Fällen. Und damit hat die deutsche Börse erfolgreich verhindert, dass die Anleger ihre Verluste noch rechtzeitig begrenzen können. Das war ihr aber offensichtlich egal, so wie das ja meistens ist. Dann das völlige Chaos, wenn es darum ging, was wird ausgesetzt und was wird nicht ausgesetzt. Zum Beispiel auf Tradegate, da sind dann ja sogar Aktien aus Kasachstan ausgesetzt worden. Wahrscheinlich, weil das ja auch alles irgendwie russisch klingt. Kasachstan war ja auch mal bei Russland, das ist jetzt aber auch schon mehr als 30 Jahre her. Dann haben wir gehabt Banken und Broker, die in vielen Fällen unfähig waren und auch nicht willens waren, dass sie ihren Kunden da helfen. Und dann am Ende noch die Komplettsperrungen der russischen ADRs durch Clearstream. Und das in einer Zeit, wohlgemerkt, in der aus der EU immer noch für russisches Gas Milliarden nach Russland fließen, Monat für Monat. Oder in der eine Bank wie die Raiffeisen International Milliardengewinne wirtschaften kann, immer noch in Russland. Das ist anscheinend alles okay, aber die Privatanleger, die sind komplett lahmgelegt worden wegen ein paar Cent, die an die russische Verwahrstelle hätten fließen können. Und das alles hat Milliardenverluste verursacht bei den Privatanlegern, die unnötig waren und was den ganzen Beteiligten aber in der Regel egal gewesen sein dürfte. Eine Erfahrung, die viele von Ihnen ja wahrscheinlich auch persönlich gemacht haben. Und ich hoffe doch, dass das ganze Thema vielleicht irgendwann mal doch nochmal auf die Tagesordnung kommen sollte. Die sind ja alle damit durchgekommen bis jetzt, dass sie gesagt haben, naja, Russland Investments, das ist eben spekulativ. Und da haben die Russland-Anleger jetzt eben Pech gehabt. Das ist aber eben nur die halbe Wahrheit. Sie haben Pech gehabt, aber eben nicht nur. An mir soll es nicht liegen und ich werde das nach Möglichkeit natürlich auch weiter verfolgen. Vielleicht verfolgen Sie es ja mit mir mit als Abonnent von diesem Kanal auch. Und wie gesagt, wenn Sie sich entsprechend benachrichtigen lassen, dann kriegen Sie auch mit, wenn neue Videos zu dem Thema da sind. Alles Gute Ihnen fürs erste Mal und Dankeschön fürs Zuschauen.